Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 3.1.2020 und damit auch den ersten Wochenschluss im neuen Jahr. Unser DAX hat hier einen Befreiungsschlag gelandet. Der ja, fühlt sich hier vogelfrei, hat sich richtig, richtig, richtig kräftig oben rausgestellt. Da ist es zumindest auch nicht schade für die vielen Worte, die wir uns hier in den letzten, auch vor allen Dingen im Jahresausblick-Video gemacht haben, hinsichtlich Übertreibungen, die nun dieses Jahr eben einsetzen können. Wir haben davon gesprochen, dass ja insbesondere in den ersten 3 Tagen eigentlich so ein bisschen sinnbildlich das passiert, was sich das ganze Jahr vorziehen wird. Wenn wir uns jetzt den ersten Tag anschauen und mit Tag meine ich dann auch Tag, wenn wir uns den ersten Tag anschauen, dann ist das eine richtige Megakerze. Das ist eine richtig fette, 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 fette Luzi hier. Das ist ordentlich. So, dann gucken wir mal, dass ich hier das reingezoomt kriege. Also, Long Trigger, der ist schon eine ganze Weile aktiviert. Der ist schon seit dieser grünen Kerze hier aktiviert. Der DAX hat sich nicht nochmal hier unter die Tiefs fallen lassen, hat sich auch nicht nochmal einen Short Trigger fallen lassen. Jetzt hier rausgedrückt. Jetzt ist es noch eindeutiger, als es vorher schon ist. Deswegen heißt es aber nicht, dass er jetzt hier mehr machen muss. Es ist weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Die letzten Hochs wurden hier doch ein bisschen dramatischer wegverkauft. Aber ich sag mal, also wenn er irgendwann mal die 13.600 noch knacken will, dann hat er sich jetzt, glaube ich, die beste Chance dafür gesetzt. Ein direktes Durchrauschen hier lege jetzt nahe aus der Übertreibung hinaus, die ganzen Shorts vor sich hertreiben, sich einfach von Stoppfresser zu Stoppfresser noch nähern. Alle, die hier noch dagegen hauen, einfach mal überhelfen, weil das ist nicht mehr weit, ne? Und wenn wir das jetzt mal aus der Perspektive sehen, würde ich schon denken, dass wir hier eine 600 auch leicht anschlagen können. Interessant wird jetzt der Bereich um 485, 530. Das ist nämlich das erste Hoch gewesen vor dem Allzeithoch. Wir sind ja zum Allzeithoch eigentlich nur, ich glaube, zum Verfall hochgestochen. Ne, halt, jetzt bin ich verkehrt. Hier, das war's. Genau. Da hat man hier um die 13.532 so ein markantes Hoch gesetzt. Das hatte uns damals Ende 2017 gut 1,5 Monate, 2,5, 3,5 Monate fast aufgehalten. Bis Ende Januar. Dann sind wir mit einer einzigen Tageskerze und einem Aufwärtsgap drüber über diese 5,32. Also wir haben einen einzigen Tag über diese 5,32 geschlossen und dann ging es doch relativ hart nach unten. Naja, deswegen wird es sehr, sehr, sehr interessant, wie der Markt jetzt hier über diese 4,85, 4, 5, 13, 5,32, 4,85 sich schlagen kann. Bisher hat er in seinem ganzen Leben, unser DAX, in seinem ganzen Leben erst einen einzigen Tagesklos darüber geschafft gehabt. Mal gucken, ob er sich jetzt an einem zweiten versucht. Die Chancen stehen ganz gut, dass das direkt kommt. Wie gesagt, der treibt hier ordentlich was noch Short vor sich her. Für Euwag Sentiment braucht man gar nicht lang. Da braucht man gar nicht drauf gucken. Das kann man sich an allen Fingern ableiten. Das ist wie auf eine kurzfristige Stochastik zu gucken oder RSI. Das kann man sich total schenken. Da weiß man, was dort steht. Das ist jetzt überverkauft. Das ist also nicht überverkauft, sondern es ist überkauft. Überkauft, das ist deutlich überreizt. Wenn wir schauen, wo der DAX hierher gekommen ist, vom 30.12. an, hat er halt richtig, richtig, richtig kräftig durchgedrückt. Sich auch übers Band gestellt. Wir sind jetzt über dem Bollinger Band und damit doch deutlich auch schon auf der Ebene in der Übertreibung. Wir schauen gleich mal in die Stunden rein. Mir ist wichtig, dass Sie sehen, dass mit aktivierten Trigger hier durchaus Ziele, ja, oberhalb jetzt hier alles möglich ist. Also da hätten wir im ersten anzubieten die 4,85, 5,32. Wir hätten als zweites die 6,19, wir hätten als drittes die 8,11 und dann hier oben 13,89, 14.000. Kommt dann auch ein bisschen aus der Monatschartanalyse heraus. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht schon meinen Jahresausblick gelesen. Da haben wir das auch nochmal ein bisschen geschärft. Wir haben das hier nachgezogen, haben gesagt, durchaus denkbar, dass der Markt sich bis März bis 14.400 vorschieben kann. Das sind jetzt noch gut 1000 Punkte, die er da vor sich hat. Sind aber auch noch 3 Monate. Wenn er so wie aktuell vorwärts geht, braucht er dafür gerade mal 3 Tage. Den Rest kann er zur Seite hauen. Und deswegen sollte man da vielleicht auch nicht ganz zu krass in der Erwartung sein. Und ich weiß natürlich, dass ich da jetzt den einen oder anderen auch heiß gemacht habe mit der möglichen Übertreibung da oben.
Seien Sie trotzdem vorsichtig. Ich spreche da aus Erfahrung, wenn ich Ihnen sage, wenn man versucht, bestimmte Bewegungen im Markt zu handeln. Na, also wenn man nicht einfach guckt und auf kleine Zeiteinheiten geht und sagt, wo kommen denn hier Setups, wo kommt denn jetzt hier was Schönes, was man traden kann, wie hier irgendwie so eine Channel-Unterstützung oder hier so ein Flaggenausbruch, quasi das jetzt hier nach oben raus oder hier einen Long-Trigger. Wie geht man denn um? Also es ist schon wichtig, dass man wirklich auf den unteren Zeiteinheiten versucht, mit dem Markt zu schwimmen, dass man versucht, die normalen Setups zu traden, die man macht, versucht vielleicht das ein oder andere sich auch an den Trend anzupassen. Aber ich kann Ihnen sagen, was nicht funktioniert, wenn man auf Krampf versucht, auf irgendeiner Bewegung mitschwimmen zu wollen oder irgendwo dabei sein zu wollen, das funktioniert nicht. Also da können Sie sich abrackern, wie Sie wollen. Also ich rede jetzt mal ganz speziell vom Trading, ne? Also wo man dann doch auch in Bredouille kommt, wenn es mal 100 oder 200 Punkte hier irgendwo gegen einen läuft. Das ist äußerst tricky, da mit Krampf dann dabei sein zu wollen. Deswegen, mich haben heute auch schon einige gefragt, ja Martin, wie kann man denn da jetzt überhaupt, wie steigt man denn da jetzt ein, wie geht man denn da jetzt mit, wie kommt man denn da mit? Da muss ich sagen, ein bisschen Ruhe mit reinbringen. Der Markt, der wird auch wieder zurücksetzen, er wird auch Seitwärtstage wieder bringen, er wird nicht solche Tage, wie er jetzt hat, das schafft der DAX maximal 2, 3 Tage im Monat, solche Tage. Ne, wenn man da jetzt sagt, oh mein Gott, ich muss mich darauf einstellen, ich handle jetzt nur noch so, dass ich an solchen Tagen hier richtig gut verdiene, das ist dann auch nicht richtig. Das sind Ausnahmetage, die kommen vor, die kommen in Trendtagen häufiger, in Trendphasen häufiger vor. Aber trotzdem schafft es der DAX in der Regel nicht, einen ganzen Monat nur solche Tage zu stellen. Ne? Malen Sie sich mal aus, wo der da stehen würde, wenn er sich nur noch so bewegen würde. Das heißt, wir dürfen hier sehr wohl damit rechnen, dass die nächsten Tage nicht so verlaufen wie hier. Schon alleine aus der statistischen Wahrscheinlichkeit heraus werden wir sicher einen Tag wieder bekommen, an dem man auch mal bei Aufwärtskip eröffnet, dann hier unter die letzten Tiefs drunter sticht, dann wieder nach oben, dann wieder nach unten und so weiter. Das sind so ein bisschen meine Erwartungshaltung, die ich dann jetzt hier auch an den Freitag hege, dass er eher mehr seitwärts, aber aufwärtsorientiert noch sein kann. Ich denke, hier sind noch erreichbar. Da können wir hier mal ein paar mitnehmen. Ich denke, hier sind noch erreichbar. Hoppala. Hier sind noch erreichbar. Hier oben, die 5,32, die wird interessant, die wird super interessant, wie sich der Markt da verhält. Wie gesagt, der Markt hat damit schlechte Erfahrungen gemacht, ist da böse weggerutscht. Ne, auch wenn Sie mal gucken, wie weit der weggeflogen ist hier damals, halt, das sehen wir hier gar nicht, sehen wir nur im Tagesschart, was der hier für einen Abrieb entwickelt hatte. Ne, ich meine, das war hier Bridgewater, die da massiv verkauft hatten. Im DAX ab 13,530. Gucken Sie mal, der ist innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tagen. Innerhalb von 14 Handelstagen ist der Gute auf 12.000 runter. Das sind 1600 Punkte, die es denn weggeschmettert hat. Ne? Das sitzt bestimmt dem einen oder anderen noch ein bisschen im Hinterkopf. Zumal es ja auch im Januar war, damals, als es losging. Jetzt laufen wir wieder im Januar, 2 Jahre später, probieren das nochmal. Der Markt ist momentan in einer guten Gesamtmarktverfassung, aber ich würde da trotzdem aufpassen. Ne? Das wird bestimmt ein bisschen reagieren hier. So 5,32 bis 600, das wird jetzt hier ein bisschen die knackige Zone. Nichtsdestotrotz, trotzdem bitte davon ausgehen, dass unser Markt weiter übertreiben kann. Sollte er aber, und da gehen wir jetzt auf die Stunde runter, hier deutlichere Reaktion zeigen. Rechnen Sie mal damit, dass wir die 405 noch mal ein paar Mal sehen, dass wir die 430 bis 45 ein paar Mal sehen. Also das wird jetzt von oben Unterstützung. Ist auch hier, glaube ich, das Hoch gewesen. Ja, 430 bis 45, das wird von oben dann immer wieder eine schöne Unterstützung. Auch wenn wir hier oben waren, könnten wir von hier dann noch mal draufschlagen. Auch wenn wir bloß von 485 zum Beispiel wieder runterdrehen, wäre das eine schöne Marke. Dreht er gar nach diesem Tag jetzt direkt runter, ne, ohne jetzt einen Aufwärtsgap zu bringen, würde ich eher Rücklaufbereiche so um die 3,60, 3,50 rum ausmachen, ne, dass der Markt einfach von oben dann hier nochmal auftippt und dann einfach zur Seite hin sich stabilisiert. Ne, das kann dann so laufen, dass er zum Beispiel jetzt keinen Aufwärtsgap, ich glaube das nicht, dass da kein Aufwärtsgap kommt, aber wir gehen es mal lieber durch.
Nicht, dass man dann überhaupt nicht weiß, wo hier sonst was steht. Also sollte er nicht dolle per Aufwärtsgap kommen oder direkt früh runterverkauft, runtergedrückt werden. 3,60, 3,50. Von dort dann vielleicht sogar nochmal neues Hoch und dann irgendwie so zur Seite raus und hier in die Seite rein. Das wäre jetzt üblicher, dass der Markt auf so einen Tag das komplett rauskontert, total rausreverselt, glaube ich nicht. Sieht man auch sehr selten. Dafür hauen da einfach zu viele immer dagegen. Die würde man damit nur belohnen. Deswegen passiert sowas in der Regel seltenst bis gar nicht. Okay, dann können wir hier unten noch ein bisschen aufräumen. Also das hat nicht geklappt. 2,50 hat er überrannt und damit war ja eigentlich schon gesagt, so hat man es gesagt, ne, über 2,50 gehen wir schon davon aus, dass der sich dann Stück für Stück hier weiter hocharbeitet. 3,60, nee, 3,20, 3,60, das waren die Zielmarken, dass es so weit nach oben rausrennt. Ist jetzt schon ein bisschen krass, es sind aber auch bloß 100 Punkte über der Erwartung. Das ist vertretbar. Dementsprechend kam ja auch ein größeres Aufwärtsgap rein. Das ist schon okay, das ist aber auch eine kräftige Hausnummer gewesen. Gut, also wir haben 3,50, 3,60, das ist der wichtigste Bereich. Dann haben wir hier oben die 5,30 rum, 5,30 vielleicht noch bis knapp drüber. Ich glaube nicht, dass wir direkt die 600 schon anschlagen, das denke ich nicht. Das wird zu offensichtlich sonst. Ja, und unterhalb wird es schwer, ne? Also hier ist nichts. Da müsste man sogar sagen. Im Zweifel macht er dann so ein. Also sollte der hier unter 3,30 so zurückfallen, da ist nichts. Ja, es wird dann eine wackelige Nummer. Müsste man schon davon ausgehen, dass der sich dann hier mal Minimum bis 2,50, vielleicht sogar 2,30 nochmal nach unten werfen kann. Ja, also da dann auch ein bisschen achtsam sein, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das würde mich sehr verwundern. So, okay. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir uns hauptsächlich im Bereich zwischen 3,30 und ja, 5,30, 600 bewegen werden zum Freitag. Na? So, Moment. Räumen wir noch ein bisschen auf hier. Jo, das sind die interessanten Bereiche. Hier durchaus ein bisschen, ich glaube, das wird. Wie soll er sich da fangen? Da ist nichts, ne? Hat er keine Unterstützung stehen lassen. Müsste dann hier einmal unten drauf tippen. So. Okay, also mein Erwartungsbereich ist der hier. Das wäre für den Freitag mein erwarteter Spielplatz, ne? Wo ich versuchen würde, tief. Wenn er sich hier aus dem Bereich aufdreht, Long zu versuchen, wenn er sich oben raus abdreht, kann man auch mal Short versuchen. Short natürlich dann auch absichern, ne? Stopp setzen, Stopp raus. Und wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt, dann mache ich das. Ne? Sowas, das kann echt schief gehen. Also dann steht er oben bei 14.040, stehen sie irgendwo 1000 Punkte im Minus und nachher kommt er dort nicht zurück und rennt oben raus und fängt richtig an zu übertreiben. Das muss man nicht haben. Ja, also da wirklich vorsichtig, da kann ich keinem empfehlen, ohne Stopp da irgendwo drin rumzufummeln. Das hat einfach zu viel Risiko. In dem Moment, wo man ohne Stopp tradet, na, und das ist das Trügerische, rein mathematisch betrachtet, in dem Moment, wo ich den Stopp rausnehme, was nehme ich mir? Ich nehme mir die Chance, ausgestoppt zu werden. Das heißt, ich erhöhe mein Risiko auf 100%. Ich erhöhe mein Risiko so, dass ich komplett alles verlieren kann. So, und dann freuen sich ganz viele, dass sie, wenn sie ohne Stopp traden, ja relativ gute Erträge machen. Ja, aber sie sehen das Risiko nicht, was dahinter steht. Und das ist ganz, ganz schwierig in den Kopf zu kriegen. Und das wirklich funktioniert nur mit viel hartem Lernen und immer wieder den gleichen Fehler machen, bis man das irgendwann versteht und ins Auge greift. Also ich erlebe das immer wieder, dass diejenigen sehr, sehr, sehr überzeugt von ihrer Taktik sind und immer wieder sagen, pff, was erzählst denn du, was erzählst denn du? Aber es ist einfach so, in dem Moment, wirklich rein mathematisch betrachtet, in dem Moment, wo ich den Stopp rausnehme, habe ich 100% Verlustchance. Der Gegenüber, die Wahrscheinlichkeit steht, einen kleinen Take-Profit zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Kleines schneller getroffen wird wie die 100%, ist immer höher. Und durch diese höhere Wahrscheinlichkeit habe ich natürlich eine super Trefferquote, nämlich eine Trefferquote von 100%.
Ich werde ja nicht mehr ausgestoppt. So, und das Ergebnis ist aber, dass ich so lange traden kann, wie ich will. Ne? Ich kann 2 Jahre, 3 Jahre super Ergebnisse machen. Ich schaffe vielleicht sogar 300% in den 2 Jahren. Aber wenn ich dann verliere, verliere ich alles. Und dann ist es egal, ob ich 1000% gemacht habe, ob ich 20% gemacht habe oder ob ich 300% gemacht habe. Wenn ich 100% verliere, verliere ich alles. Egal, wie viel ich vorher gewonnen habe. Und wenn das 1000% waren, verliere ich mit 100% alles. Auch diese 1000%, die ich vorher gemacht habe. Das ist einfach so. Ne? Und deswegen immer wieder mein Reden mit Stops traden. Risiko begrenzen, die Gewinne versuchen auszuarbeiten. Man kann ein bisschen mit Stops spielen, man kann ein bisschen mit diesem Risikomanagement auch dahinter spielen, auch mit dieser höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit oder Trefferquote, die ein weiterer Stop hat. Damit kann man arbeiten, wenn man weiß, was man tut. Ne? Man muss es bewusst machen und man muss auch dort Grenzen haben, obwohl man sagt, nee, bis dahin und nicht weiter. Und ansonsten, ja, passen Sie auf. Solche Tage, das sind Tage, also auch bei dem, was jetzt noch kommt, hinterher. Ne? Sowas, das wühlt immer die Leute auf hier, solche Bewegung. Ne? Das bringt immer Unruhe, das bringt immer, das macht im Kopf, macht das viele Sachen, das weckt so ein bisschen Gier, das weckt auch, das provoziert ein bisschen, das provoziert einen zum Handeln. Ne? Und da fühlen sich ganz viele dann reingelockt und die richtige Reaktion auf sowas ist letztendlich einfach Ruhe bewahren, abwarten, auf seine Muster warten und einfach die Muster traden, wenn sie wieder kommen. Halt routiniert einfach sein Ding machen, sein Setup machen und sich nicht irgendwie hier vors Boxhorn treiben lassen, weil es halt ein bisschen anders aussieht. Ne? Also da vorsichtig sein. Gut, okay, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Hier haben wir das stecken. Ansonsten können wir da oben eben noch, das können wir vielleicht noch hinzusetzen für den Fall, er sollte über die 500 hinaus flutschen. Hätten wir hier danach 630 und geht er darüber, na, dann ist aber alles offen. Aber wenn man sich so die Bewegung anguckt, dann glaube ich, ist hier erstmal eine maximale. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die direkt kommen kann. Ich glaube, da muss vorher noch mal den Bogen schlagen. Das wird wahrscheinlich dann Montag, Dienstag nochmal ein bisschen seitwärts, abwärts gehen. Beziehungsweise Montag seitwärts, abwärts und den Dienstag dann gegebenenfalls schon der Schuss. Also sowas hier könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Also so wie ich es jetzt mit dem Mauszeiger zeige, 530, 400, 600 und drüber. Vielleicht dann sogar schon 800. Schauen wir mal, gucken wir mal an. Muss ich jetzt halten, muss hier stabil bleiben, darf jetzt nicht mehr unter 330 zurückfallen. Das wäre sonst ein bisschen. Ja, es wäre ein Fehlausbruch. Fehlausbrüche, die werden in der Regel immer deutlicher abgestraft im DAX. Gut, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen kann. Bis morgen. Ciao.